In this next talk, we will talk about philosophy. This is Im nächsten Vortrag reden wir über Philosophie. Das ist Peter Stugge. Er hat sehr viele Jahre in Software und Hardware und Netzwerksicherheit und jetzt auch mit Failure, also mit Fehlschlägen. Peter wird euch seine Geschichte über LibUSB erzählen und über die Fehler und von dem, was er davon gelernt hat. Bitte Applaus. Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin ein gescheiterter Open Source Projektmanager. Also, das hier ist kein technischer Vortrag. Ich werde nicht darüber reden, was LibUSB ist. Ich werde über ein paar Sachen erzählen, die ich gesehen habe, die ich in der LibUSB-Community gesehen habe. Und ich werde euch meine Geschichte erzählen. Und ich werde über die Fehler berichten, die ich gemacht habe. Und ich werde darüber berichten, was ich daraus gelernt habe. Also hoffentlich. Also, was ist LibUSB? Ist eine Softwarebibliothek für Entwickler, die mit USB-Geräten reden wollen. Es ist recht weit benutzt in Linux-Systemen und auch auf dem Mac-System und auch in ein paar Windows. Geräten. Wenn ihr einen Drucker, einen Scanner oder eine Videokamera oder die wahrscheinlich LibUSB benutzen oder eine Software, die LibUSB benutzt. FreeBSD hat LibUSB selbst implementiert, aus Lizenzgründen, soweit wie ich das verstanden habe. Es ist nämlich weil die Lizenz nicht so frei war, wie FreeBSD es haben wollte. Das ist kein technischer Talk über Gerätetreiber. Ich habe darüber schon einen Vortrag gehalten, vor 5 Jahren. Und hier ist der Link dazu. Wenn euch die technische Seite interessiert, könnt ihr es euch anschauen. Also, während ich in der LibUSB-Community beschäftigt war und habe ich beobachtet, auch obwohl die LibUSB sehr weit verbreitet ist, gibt es nur sehr wenige Leute, die daran arbeiten, was natürlich traurig ist. Ich wünsche mir, da wären mehr Leute. Es gibt auch die Tendenz, dass man nicht zusammenarbeitet, also nicht stark. In der größeren LibUSB-Community. Es gibt da ein paar Varianten des LibUSB-Konzepts und die haben nicht viel gemacht, um zusammenzuarbeiten oder haben das noch nicht versucht. Also es gab die originale LibUSB 0.1-Version. Das ist, wo ich der Betreuer war. Dann gab es das LibUSB Win32-Projekt, was komplett unabhängig war, was kompatibel war mit LibUSB 0.1. Aber es erweitert auch LibUSB 0.1 mit ein paar Funktionen. Aber es ist speziell für Windows gemacht. Und der Entwickler, der daran arbeitet, hat es nicht wirklich versucht, hat dem originalen LibUSB-Projekt beizutreten. Die sind für sich geblieben und haben ihre eigene Sache gemacht. Was Verwirrung bei den Nutzern erzeugt hat. Weil die Software dann LibUSB benutzt hat. Und was war dann der Unterschied zwischen LibUSB Win32 und 0.1?
Und dann wurde es natürlich schlimmer. Dann gab es die libUSB 1.0 Version, die natürlich dann anders funktioniert hat, die natürlich auch Entwickler gezwungen hat, Sachen anders zu benutzen. Und natürlich hat Win32 das nicht unterstützt und wollte es auch nie unterstützen. Und dann gab es natürlich damit noch mehr Probleme. Ja, und libUSBX kommt später noch dazu. Und dann gibt es libUSBK. Die erste Gruppe, die sind gleich. libUSB ist wahrscheinlich am weitesten verschieden. Sie haben sich, libUSBK ist auch anders. Es hat seine eigentlichen Probleme, seine eigenen Probleme. Ich weiß nicht genau, wie viele Entwickler es da gibt, aber ein oder zwei wahrscheinlich auch. Aber gut, sie möchten, dass es separat erwähnt wird. Also meine Geschichte läuft so, 2003 habe ich das Projekt, bin ich zum Projekt zugestoßen. Ich wollte nur libUSB benutzen. Ich fand die Technologie, die war neu und es schien interessant. Ich habe mich subscribed, ich habe mich auf die Mailingliste eingeschrieben und ein bisschen zugehört, ein paar Fragen beantwortet, was man halt so macht. Naja, so wie viel Zeit ich halt übrig hatte, je nachdem wie viel Zeit ich übrig hatte. Dann so Winter 2005 und 2006 hat Sun Microsystems, erinnere ich, Sun Microsystems. Ja, ja, okay, ich sehe ein paar Hände hier. Also einige von denen sind dann auf die Mailingliste gekommen und haben die libUSB-Community unterstützt. Sie wollten libUSB auch über das Netzwerk fahren. Und sie haben eine Menge Aufwand in das Projekt reingesteckt und versucht, die Richtung zu setzen. Aber der Maintainer, Johannes Ehrfeld, damals war nicht einverstanden mit der Richtung. Und ich auch nicht. Was dann passierte, Januar 2007, ich hatte das schon fast wieder vergessen, die Sun-Leute publizierten dann einen freundlichen Fork. Also sie haben das ganz okay gemacht. Wir hatten ein paar manchmal schwierige Diskussionen vorher. Wir haben dann OpenUSB gestartet. Und die hatten ihre Vision und andere Leute hatten ihre Version und dann sind sie davon gelaufen und dann haben ihr eigenes Ding gemacht und haben einen neuen Namen und es war nicht erfolgreich, aber man weiß ja nie. Also ich denke, sie haben das Richtige gemacht. Ein paar Monate später, Johannes Ehrfeld bot mir an, dass ich dieses Projekt übernehme. Er hatte eine Menge Energie reingesteckt, diese Sachen zu diskutieren mit den OpenUSB-Leuten. Hatte keinen Spaß mehr am Projekt und war okay, dass ich dieses Projekt übernehme. Es gab auch noch ein paar andere Sachen, die sie übernehmen hätten können. Ich hatte das Gefühl, ich fand das toll, dass ich das Angebot bekam, aber hatte nicht das Gefühl, dass ich schon lange genug dabei gewesen wäre oder dass ich den Code gut genug kennen würde. Und obwohl ich mit ihm an vielen Stellen übereinstimmte, fühlte sich trotzdem nicht so an, als ob ich das gut machen könnte, den Job. Und dachte also danke, aber blieb in der Community und habe auch weiter mitgemacht. Dann passierte erstmal nichts. Johannes war müde. Und im Wesentlichen gab es keinen aktiven Maintainer bis Januar 2008. Dann kam Daniel Drape und der hat da ziemlich viel dran gearbeitet. Er hatte schon was Ähnliches gemacht für eine Fingerprinting-Software, die er gemacht hatte. Und
Er hatte so ein paar spezielle Ideen für USB-Gerätekommunikation und die passten ganz gut da mit seiner Position des Maintainers zusammen. Johannes gab das bekannt, alle waren damit einverstanden, ich auch. Ich machte weiter. Und später im Sommer habe ich dann ein Bug-Tracking-System aufgesetzt. Daniel hat mit der Entwicklung weitergemacht. Er machte die erste USB 1.0 Release, nachdem er gestartet hatte, 2008. Und machten dann weitere Releases. Dann im Frühjahr 2010 kam die Version 1.8 raus. Das war also die letzte Release, die er gemacht hat. 2 Monate später, also Ende 2009, Anfang 2010, da ging es im Wesentlichen darum, Windows-Support dem Projekt hinzuzufügen. Und aus dem Blauen kam dieser neue Contributor auf der Mailingliste. Und ganz offensichtlich hatte er eine Menge Arbeit, Zeit reingesteckt in libUSB. Mittlerweile gab es Ticket Nummer 1 im Bugtracking-System, das hieß Windows-Unterstützung. Ich war immer der Meinung, das ist ein ganz wichtiger Schritt für libUSB gewesen. Und auf die Art und Weise könnte man dann auch Windows-Entwickler dazu bekommen, dass sie die libUSB benutzen und die auch ins Boot holt. Ich war echt total überzeugt davon. Also er kam also zum Projekt und schickte ein paar Diffs ein und also nicht wirklich Patches, wie man sie sonst also irgendwie vielleicht erzeugen würde. Einfach nur so Diffs ohne Commit-Message und nicht so wirklich strukturiert. Also habe ich ihm ein bisschen Feedback gegeben, ein paar Rückmeldungen gegeben. Und ich erwartete, dass er dann irgendwie einfach halt neue Patches, überarbeitete Patches schicken würde, wie man das normalerweise in einem Open-Source-Projekt machen würde. Oder zumindest irgendwie eine Antwort, dass er darüber nachgedacht hat, über die Antwort, über den Feedback, den ich gegeben habe. Es gab dann neue Patches, aber kein Feedback. Meine Anregungen waren nicht in Betracht gezogen worden. Das ging dann bis Anfang 2010 und eine der letzten Taten, die Daniel noch im Projekt machen, bevor er weiterging, war, dass er einiges von den Windows-Patches in den Source-Code reingebracht hat. Und jetzt habe ich gedacht, das war zu früh und ich habe gedacht, der Code war nicht so weit. Und Daniel hat das gemacht und ich wollte dem eigentlich nicht widersprechen. Und ich wollte ihn nicht davon zu überzeugen, das Ganze zurückzurollen. Ich hatte viel Respekt für ihn. Also die Lösung, die ich gesehen habe, war, dass wir das nächste Release rausbringen. Und ich wollte eigentlich nicht so viele Bugs hinzufügen oder welche offen lassen. Und aber der Windows-Support sollte am Anfang wenigstens funktionieren. Das hat aber ewig gebraucht. Also die Entwicklungen in der Zeit. Ich habe nicht so gut zusammengearbeitet mit dem neuen Typen da. Und es gab ewige E-Mail-Threads auf der Mailing-List. Und es gab Leute, die gegangen sind, weil sie mit den E-Mails nicht mehr, mit der Menge nicht mehr klarkamen. Er hat, aber meine Feedback wurde ignoriert und er hat einfach immer weitergemacht. Aber ich war immer noch glücklich, dass er da war. Aber ich fand es wirklich schwierig, zusammenzuarbeiten. Ich habe einfach versucht, weiterzumachen und ich habe versucht, an dem Code weiterzuarbeiten und den Windows-Support
in eine Form zu bringen, der benutzbar ist. Und dann haben wir es auch in 2011 geschafft. Und ein paar Monate später gab es jemand, der das hier geschrieben hat. And it seems unresolvable disparity between what you see as reasonable. Es gibt anscheinend einen Unterschied, was du für gut hältst und von dem Rest und was der Rest von uns hält. Es war eine von vielen E-Mails. Es hat nicht gerade bei der Moderation geholfen. Es war echt schwer, das zu hören. Aber ich habe weitergemacht. Ich habe weitergemacht, weil ich gedacht habe, wir sollten diesen Windows Support wirklich rausbringen. Ein paar Monate später, im April 2012, gab es neuen Thread, wo drin stand, dass libUSB tot ist und es lebe libUSBX. Und es war auch dieser Windows-Mensch, der libUSBX vorerst bewegt hat. Er hat das geschrieben, um das zweijährige Jubiläum zu feiern, was Daniel vor 2 Jahren gemacht hat, und das letzte Release von libUSB. Und sie haben das zweijährige Jubiläum des ersten Commits von Daniel benutzt, um zu zeigen, dass libUSB tot ist. Und er ist recht gut im Texte schreiben. Er ist, kommt aus Irland. Und wenn man sich libUSBX anguckt, haben sie sehr lange an diesem Text gearbeitet, bevor sie es zur Mailinglist geschickt haben. Sie haben mehrere Iterationen geschrieben und wenn man die Versionen vergleicht, sieht man, wie sie Wörter und Sätze bearbeitet haben, um das Ganze so hinzubekommen, wie es rauskam. They're saying that libUSB. Ja, sie haben gesagt, dass libUSB tot ist. Und also werden sie ihren Fork rausgebracht haben. Obwohl es noch aktiv war, es gab noch viele Commits, öffentliche Commits, aber es gab keinen Release. Viele Nutzer sagten, dass sie einen Release haben wollten. Und ich wollte auch was rausbringen. Aber ich wollte, dass der Windows-Support in Ordnung ist und nicht allzu viele Probleme hat. Es musste einfach gut funktionieren. Und ich wollte halt so viele Fehler korrigieren wie möglich. Und was hier auch erwähnt wurde, wenn ihr in Interesse habt, dass libUSBX es wurde erwähnt in der Nachricht, dass libUSBX auch bald Jenkins und Garrett Support hat. Und nach ein paar Sprints später habe ich das 1.0 Release rausgebracht. Mit 260 Commits seit der letzten Version. Also es war sehr viel Arbeit, dieses 1.09 Release. Ich denke, ich habe so 2000 Stunden in den 2 Jahren verbracht. Das ist wirklich ein Halbzeitjob, den ich da reingesteckt habe. Aber es war nicht genug. Und ich habe es nicht mit den richtigen Sachen verbracht. Es gab diese Leute, die eine neue Version haben wollten. Und ich wollte noch keine Version rausbringen. Aber darauf komme ich noch zurück. Im Mai, ein paar Wochen später, hat ein Red Hat Mitarbeiter einen Blogpost geschrieben, der auch an libUSBX gearbeitet hat,
einen sehr kurzen Blogpost oder zwei Zeilen über libusbx, dass er das Fedora-Paket von libusb zu libusbx geändert hat. Und es hat nur ein paar Wochen gebraucht, bis alle Leute auf den libusbx gewechselt sind. Und keiner hat mich gefragt, was denn los war. Jemand hat wahrscheinlich in das Repo geguckt und viele Commits waren einfach von mir. Ich weiß auch nicht. Ich nehme an, das hat wohl gereicht, dass Fedora gewechselt hat. Ich habe ein paar Leute kontaktiert, hab E-Mail geschickt, hab ihnen erzählt, wie ich mich damit fühlte mit der Situation und wie es echt mein Herz gebrochen hat, dass keiner mit mir gesprochen hat. Dass sich keiner bemüßigt gefühlt hat, auch da mal ein paar Fakten zu recherchieren. Und zufällig habe ich dann später herausgefunden, ich habe dann einen Link bekommen und dann war diese E-Mail plötzlich auf Pastebin. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, also wie auch immer, es gab also den Fork und wir haben dann parallel weitergearbeitet. Die meisten Leute haben den Fork benutzt, weil sie das Gefühl hatten, dass da jetzt neue und aufregende Dinge passieren. Und dann der eine Mensch, der immer an macOS gearbeitet hat, der blieb beim Originalprojekt. Er war auch sehr, war auch gegen dieses andere Projekt und welche technischen Entscheidungen sie gemacht haben. Und ich war froh, dass ich seine Unterstützung hatte. Keine Bugs. So, schauen wir mal. There we go. All right, so a little bit later. Also etwas später, ich weiß nicht genau wie viel. Ich hatte hat dann Nathan mich plötzlich unerwartet von der Distribution List runtergenommen, wo wir also auch Releases publishten. Nanu, okay, also er entscheidet plötzlich, macht das Projekt weiter. Ja, er hatte an Änderungen gearbeitet und ich hatte das starke Gefühl, dass die noch nicht so weit sind, hatten dies kommuniziert. Ich bin mir nicht sicher, ob er das verstanden hat, was die Probleme waren. Er war frustriert, dass das mit der Entwicklung, ich war frustriert, dass es mit der Entwicklung nicht vorwärts ging. Danach hat er dann alle libusbx-Leute wieder eingeladen, um in libusb mitzumachen. Und das hat mich jetzt total überrascht. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe das nicht kommen sehen. Und so they then sort of say that they are libusb. Und dann sagten sie, sie seien jetzt libusb. Also die haben auf libusbx weitergemacht und ich habe an meinem Code weitergemacht. Und es gibt diesen einen Commit in dem libusb Commit GitHub Repository, wo ziemlich klar ist, dass das, was sie Merge nennen, einfach eine Umbenennung der libusbx-Codebase in libusb war. Das wusste eigentlich keiner. Sogar ein ziemlich bekannter Linux-Kernel-Developer wusste das nicht. Ja, ich meine, in den News hieß es halt einfach, dass die Projekte sich zusammengemerged haben wieder. So, mistakes that I made. Also, welche Fehler habe ich gemacht? Ich habe eine Menge Fehler gemacht. Nur wenige waren
wichtiger als dieser eine. Der Fehler war, nichts zu releasen. Denn das signalisiert einfach Aktivität im Projekt an Menschen, die nicht im Projekt arbeiten. Man könnte sagen, das ist ja dann nur for show. Selbst wenn sich nicht viel geändert hat, das macht gar nichts. Aber es ist wichtig, dass man eben einen Puls schickt, dass Leute wissen, dass da geht noch was, da geht noch was vorwärts im Projekt, dass da passiert was. Ein anderer Fehler, den ich gemacht hatte, war, ich bin Schwede und ich glaube, also man sagt uns nach, dass wir immer einstimmige Entscheidungen wollen. Und ich habe den Konsens gesucht mit anderen Entwicklern, habe da das versucht rauszufinden. Und wenn andere Entwickler was anders wollten, dann wollte ich das verstehen. Ich sollte das nicht versucht haben, ich sollte das nicht so lange gemacht haben. Irgendwann wurde klar, es funktioniert nicht zusammen, wir sollten uns trennen. Aber das hat anderthalb Jahre gebraucht, bis mir das klar wurde. Dieser Kampf, wie es ein Kernel Entwickler nannte, also diese Diskussion. Ich dachte, es war eine Diskussion, aber es wurde von außen nicht als Diskussion wahrgenommen. Von außen hat man viel Negativität wahrgenommen. Es gibt eine sehr gute Präsentation von Donny Burkholz, wo er unter anderem sagt, dass ein negatives Erlebnis fünf positive Erlebnisse braucht in einem Open-Source-Projekt, damit ein Contributor dabei bleibt und damit sich es wieder aufhebt. Also jedes einzelne negative Ding muss durch fünf positive Dinge wieder aufgehoben werden. Das ist eine Menge positives Zeug, was passieren muss, um diese eine negatives Erlebnis auszubügeln. Ich habe viel gelernt darüber, wie verschiedene Contributor, wie die motiviert werden, was sie motiviert, dass es unterschiedliche Contributor gibt, unterschiedliche Mitarbeiter gibt. Ich war da sehr naiv, als ich dieses Projekt maintainte. Ich war einfach aus selbstlosen Gründen dabei. Ich wollte eine gute Bibliothek entwickeln, die andere benutzen können, die ich auch selber benutzen kann. Aber das ist nicht unbedingt das, was andere Leute motiviert. Also vor allem, wenn man Leute aus der Wirtschaft hat, die irgendwie mitmachen. Also der wollte nur das Problem seines zahlenden Kunden lösen und dem war es wurscht. Er wollte einfach nur eine funktionierende Library haben. Package Maintainer für Betriebssysteme, denen sind die Fakten nicht so wichtig. Also ich habe mit ein paar gesprochen, die waren alle ganz wahnsinnig beschäftigt und echt gestresst und hatten zu viel Arbeit und hatten einfach keine Zeit, da jetzt da irgendwie investigativen Journalismus zu machen. Ich habe von Trolls also gelernt, die es im Internet gibt. Ich sage jetzt nicht, dass irgendein spezieller ein Troll war, aber ich bin getrollt worden. Und ich habe mich trollen lassen. Und ich habe die Trolls auch gefüttert, die Trolle gefüttert. Das ist nicht gut, denn das führt zu diesen negativen Erlebnissen in dem Projekt, die das Projekt dann Das tut auch mir weh. GitHub, das ist auch eine lustige Geschichte, aber wir haben wenig Zeit und ich werde das dann überspringen. Ich werde jetzt einfach dazu dahin zu gehen, was ich über mich gelernt habe. Ich mag Sachen richtig, richtig gut zu machen und ich habe natürlich auch das über die Einstimmung, die Übereinstimmung gelernt und dass ich dazu tendiere, Sachen zu gut zu machen und ich muss lernen, damit umzugehen. Ich muss lernen, wie andere Leute damit umgehen wollen. Und ich muss lernen, dass wir nicht alle Probleme beheben, bevor wir sie erfahren. Ich muss Sachen manchmal einfach alleine lassen. Und in Retroperspektive
I told you so. Ich hab's euch so gesagt.